Hallo meine Lieben, wie geht es euch? Ja, ich habe gerade ein Video angeschaut. Ich habe sogar das ganze Video angeschaut. Und zwar, ich mache das nicht sehr gerne, wie ihr wisst. Ja, weil es halt so wenige Leute gibt, die wirklich biblisch sozusagen eingestellt sind. Und ich mache lieber Bibelstudien, als dass ich jemand anderem zuhöre. Ja, und der Grund warum ist, weil ich halt denke, ich bin schon ein sehr, ich nenne mal das, ein erwachsener Christ, dass ich das tun kann. Ja, ich bin kein Babychrist mehr und ja, weiß, der Heilige Geist kann mich leiten in der Bibelstudie. Aber ich habe mir das trotzdem angehört und zwar, weil er Information gegeben hat über Darby und hat eine Verbindung gemacht mit Calvinismus. Und deswegen möchte ich das heute euch vorschlagen, wiederum der Kanal, auf dem das gebracht wird, weiß ich nicht, ob ich total mit diesem Kanal übereinstimme. Ich folge diesem Kanal nicht. Ich habe die Überschrift gesehen und wollte halt sehen, ja, mehr über Darby, was Darby gedacht hat. Und dieser, ich glaube, Waldemar Boger hat da ein Buch geschrieben, also eine lange Studie gemacht. Leider, ich glaube, er hat sogar trotzdem noch weiterhin Darby geglaubt, obwohl er gemeint hat, einige Dinge von Darby sind falsch. Ich kann nicht glauben, dass jemand ein Nachfolger Jesu ist, wenn er im großen Teil falsch ist. Ja, das kann ich nicht. Und Darby war falsch. Er hatte wirklich falsche Theologie. Nicht nur Endzeit, sondern er hat hier auch in diesem Video eine Verbindung gemacht mit Calvinismus. Er hat gemeint, dass Darby ein Calvinist war, ja, und sogar geglaubt hat an die Baby-Taufe, ja, Kleinkind, also Kleinkindtaufe. Und auch er hat hier das Unverlierbarkeit des Heils angesprochen, ja. Ja, das ist ein das Unverlierbarkeit des Heils. Das heißt, dass man das Heil nicht verlieren kann. Ja? Und warum sollte dann Jesus sagen, jeder Zweig, der keine Früchte bringt, wird abgeschnitten? Das heißt, der Zweig ist schon verbunden, aber er hat keine Früchte gebracht und deswegen wurde er abgeschnitten. Naja. Ich weiß, also über dieses Thema kann man sich vielleicht streiten. Ich bin ja fast schon der Meinung, wie dieser Sprecher, dass man ja menschlich gesehen vielleicht doch seine Rettung verlieren kann. Und ich denke halt eher, dass wenn jemand seine Rettung verliert, hat er vielleicht nie die Rettung gehabt. Ja, weil ja viele sagen, Herr, Herr, ja, aber ich muss das nochmal benutzen, und zwar Matthäus 17, wo Jesus gesagt hat, ja, viele sagen halt, Herr, Herr, aber sie kommen nicht in das Reich Gottes, weil sie nicht den Willen Gottes tun. Was sie ihren eigenen Willen tun. Und von daher können sie vielleicht aussehen, wie wenn sie mit Jesus verbunden sind. Aber in Wirklichkeit sind sie nicht mit ihm verbunden. In Wirklichkeit sind sie ja nicht gerettet. Und das ist natürlich, ja, etwas schwieriger, dieses Thema Unverlierbarkeit des Heils. Er hat sich da sehr damit beschäftigt, hat sehr einige Schriften halt gezeigt, wo man eindeutig sieht, ja, dass
ja, dass man vielleicht das Heil verlieren kann. Keine Ahnung. In Hebräer ist da ein ganz wichtige Stelle. Irgendwo in Hebräer. Ja, ich glaube Hebräer 7 vielleicht. Aber da will ich jetzt nicht drauf eingehen, weil ich mehr wollte mich mehr eben auf diesen Darby und den Calvinismus konzentrieren. Und auch eben dann sagen, ja, wenn ihr das anschaut, ja, dieses Video, müsst ihr selber Nachforschung tun. Ihr könnt nicht immer alles gerade annehmen. Tut selber Untersuchungen. Studiert selber die Bibel. Und ihr müsst die Bibel wirklich immer wieder und immer wieder studieren, weil man kann immer wieder und immer wieder etwas dazulernen. Je mehr halt man die Bibel studiert, desto mehr Informationen hat man über bestimmte Dinge. Ich würde halt sagen, wenn die Hebräer, die Israeliten, ihre ja, Rettung verlieren können, dann können, kann, dann kann das auch die Heiden. Ja? Dann werden wir genauso abgeschnitten, wenn wir nicht Früchte bringen. Wirklich. Früchte heißt Früchte im Herrn. Die Früchte des Herrn sind Werke vom Heiligen Geist. Nicht unsere eigenen Werke, weil wir jetzt bestimmte Dinge tun wollen. Weil wir gut aussehen wollen. Jetzt deswegen brauchen wir ja die Gabe der Heilung. Wir tun das nur eigentlich für uns, um gut dazustehen. Und das ist aber nicht jetzt Gottes oder die Gabe des Heiligen Geistes, auch nicht die Frucht des Heiligen Geistes. Die Frucht des Heiligen Geistes, ja, ist im Sinne von Gott. Es passt in den Plan Gottes. Und so viel, was die Menschen halt tun, ist nicht in Gottes Plan. Und es tut mir leid, es gehört da auch dazu, dass man große Gemeinden hat. Das ist nicht im Plan Gottes, sondern Gott wollte, oder Jesus. Wir wissen ganz genau, dass diese großen Gemeinden haben sehr viele Mitschwimmer. Und dadurch, ja, kann sehr leicht eben Sauerteig in die Gemeinde kommen, weil man nicht mehr dann die Übersicht hat. Und das ist ganz schön gefährlich. Aber wie gesagt, da will ich natürlich auch nicht hingehen. Heute ins Detail. Zurück zu dem Darby mit dem Calvinismus. Ich habe ja schon gesagt, ja, da ich habe irgendwie das Gefühl, dass eben da eine Verbindung ist zwischen Calvinismus und Darby. Und ja, gerade wenn man zum Beispiel Zionismus anschaut, also christlicher Zionismus, sieht man das ja eindeutig, dass Gott bestimmte Leute vorbestimmt hat, ohne dass sie ja wirklich Gott annehmen oder Gott ruft es hervor, dass sie ihn annehmen. Das heißt, freie Wille ist ja da weg. Der freie Wille vom Menschen, muss man dazu sagen, was ja auch dann von diesem Calvinismus kommt und auch von den Darby hat er auch erzählt, ist ja, dass die Menschen unfähig sind, selber zu wählen. Alle sind unfähig, selber zu wählen. Sie sind so, ja, sündig. Sie sind so sündig, dass sie das nicht tun können. Sie sind so verblendet, dass sie das nicht tun können. Und wie gesagt, das glaube ich nicht, das sagt nicht die Bibel, dass das so sein, dass es so ist. Ich finde genauso freien Willen in der Bibel, als eben, dass die Leute halt Gott nicht annehmen. Ja, die meisten nehmen Gott nicht an. Sie sind halt stur. Ja, man kann es sagen. Menschen, die haben halt eine Sturheit, aber die Sturheit, die kommt aus einem Willen heraus. Ja, die Sturheit baut sich auf einen freien Willen. Auf alle Fälle.
Ja. Ja, meine Lieben, wieder ein Thema, dass wir halt aufwachen müssen, weil ich glaube schon halt durch diesen Dabi, weil ja diese Dispensationslehre in die Kirchen kam, Schofield, dadurch kommen dann halt auch andere Dinge in die Gemeinde. Wie zum Beispiel, dass halt wieder mehr Christen mehr eine kalvinistische Einstellung haben. Und eben auch mit dieser Babytaufe. Da ist ja die Angst da, dass ich vielleicht mein Baby verlieren kann. Und wir müssen auf Gott vertrauen. Wir wissen, dass auch Babys einen freien Willen haben. Muss ganz ehrlich sagen, wir kennen den Charakter von unseren Babys sehr schnell. Ja, auch Babys sind sehr egoistisch am Anfang und stur. Und das sehen wir eigentlich sehr leicht schon von Anfang an, den Charakter von diesem Menschen. Ja. Ja, wir wissen nicht, wie sich ein Kind entscheiden wird, aber Gott wird das wissen. Ich glaube schon, dass er es sogar im Körper noch weiß von der Mama, wie sich das Kind einmal entscheiden wird. Er sieht den Charakter des Kindes schon im Leib, im Bauch der Mutter. Und von daher brauchen wir jetzt keine Babytaufe. Wir brauchen nicht da Angst zu haben, dass wenn das Baby nicht getauft ist. Naja, verbunden mit dieser Babytaufe ist ja auch noch der Glaube, dass die Taufe rettet. Das ist ja das ganze Problem. Ja? Und dass ich so dann alle Menschen retten kann, ich weiß es nicht, was sie sich dabei denken mit dieser Babytaufe. Ja? Die Taufe ist ja nur für den Gläubigen, der sich schon entschieden hat, ein äußerliches Zeugnis. Aber der Mensch hat sich ja schon innerlich entschieden, bevor er sogar sich taufen ließ. Man hat früher, ganz am Anfang, die ersten Gemeinden, da haben ja die Täuflinge sind ja durch Studien gegangen zuerst, damit sie lernen, was es heißt, gläubig zu sein. Weil man muss ja wissen, wie man sich verhalten muss als Christ oder was Gott von uns möchte. So ist es besser. Und die hatten dann Unterricht am Anfang. Und dann wurden sie halt getauft. Und das war ein Zeugnis, nicht ein Zeugnis jetzt. Dadurch sind sie gerettet worden, sondern ein Zeugnis einfach für die Welt, für die Gemeinde, dass diese Leute nun Jesus Christus nachfolgen, dass sie jetzt Jünger sind, Jesu, Nachfolger Jesu. Und so sind sie dann halt in die Gemeinde aufgenommen worden, weil sie sich verpflichtet haben, Jesus Christus nachzufolgen. Nicht ha ja, wir sind ja gerettet, weil wir das gesagt haben, sondern weil wir uns verpflichtet haben, Jesus Christus nachzufolgen. Und die Taufe ist ja symbolisch. Wir sind nicht nur die Taufe wascht eigentlich nichts weg, keine Sünden weg, ja. Es macht nur das Blut Jesu. Aber die Taufe ist symbolisch schon für wie nennt man das? Für Reue und Sühne. Und dass wir sagen, wir wollen uns ändern und eben eine andere Person werden. Wir sind dann gestorben mit Jesus Christus und wieder auferstanden mit Jesus Christus. Das ist eigentlich das Symbol von der Taufe. Wir sind gestorben, das heißt, wir sind eine alte Person, die
die fleischliche Person gewesen und sind nun auch auferstanden als eine geistliche Person. Wir sind nun verbunden mit dem Heiligen Geist, der uns auch ändert, der unsere Gesinnung ändert. Das könnt ihr alles finden bei Paulus. Er schreibt darüber ausführlich. Und sonst ist die Taufe gar nichts. Sie bewirkt nichts. Der Glaube bewirkt es. Ja? Aber ich komme zum Ende. Meine Lieben, ich wollte euch nur ja dieses Video mitteilen. Und wiederum schaut euch, wenn ihr weitere Videos von dem anschaut, dem Kanal, schaut genau, also ich weiß ganz genau, dass er wahrscheinlich gegen Dispensationalismus ist, gegen Calvinismus, gegen Kindestaufe und aber auch für, damit man das Heil verlieren kann. Da kann man, wie gesagt, sich darüber streiten. Na gut, ich denke halt schon wiederum, dass man es in der Bibel finden kann. Ja, wie er das auch gemacht hat. Dass man das Heil verlieren. Ich glaube nicht, wenn jemand wirklich, wirklich gerettet ist und Jesus nachfolgt und mit ihm verbunden ist, dass er dieses Heil verliert. Das heißt, Heil verliert. Ich glaube nicht, dass er den Rücken dreht, den Rücken Jesus kehrt. Ja, ich glaube nicht, dass Jesus, also dieser Mensch, Jesus den Rücken kehrt. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn man wirklich, wirklich mit ihm verbunden ist, ich glaube nicht, dass man das tut. Ja, nicht, dass man es nicht kann, aber ich glaube es nicht, dass man es tut. Aber, naja, das ist eine tiefe Frage. Und da muss man halt so viel wie möglich in der Bibel lesen und nicht nach Traditionen gehen. Also, lasst den Heiligen Geist euch immer leiten.